Hey du, herzlich willkommen bei deinem täglichen High-Energy-Update für Berufung, Erfüllung und Erfolg mit dem, was dir am Herzen liegt, mit deiner wahren Berufung, mit deinem Seelenbusiness. Und heute habe ich mal wieder eine Frage an dich. Und zwar, hast du dich schon mal gefragt, wer der beste Coach für dich und dein Business ist? Wer überhaupt der beste Business-Coach aller Zeiten ist? Weißt du, wer es ist? Ich glaube ja, aber vielleicht ist es dir nicht bewusst. Okay, lass uns darüber sprechen und ich verrate es dir in diesem Podcast. Herzlich willkommen, du wundervolle Seele, zu deinem Lieblingspodcast für Berufung und Business. Hier erhältst du deine tägliche Dosis High-Energy-Inspiration, wie du ein erfülltes, erfolgreiches und seelengeführtes Business manifestierst. Also, let's do it. Jump in und Inspiration on. Und hast du jetzt gedacht, boah, die da, der beste Business Coach aller Zeiten? Weißt du was? Ja, ich weiß, wer der beste Business Coach aller Zeiten sogar für dich ist. Und du weißt das auch. Und lass uns darüber sprechen. Ich habe sogar ein Business Coaching Ranking gemacht. Und zwar mit drei wundervollen Coaches. So, und ich verrate dir, wer auf Platz 1 ist. Der beste Coach aller Zeiten für dich und dein Business ist schlicht und einfach, tusch und tadarata, deine Seele. Du wirst weit und breit niemand Besseres finden wie deine Seele. Denn deine Seele kennt deinen Weg. Deine Seele weiß, warum du hierher gekommen bist. Deine Seele kennt die Möglichkeiten und Gelegenheiten und führt dich genau dorthin. Und wer könnte das besser machen als deine Seele? Wer könnte dir die besten Ratschläge in Anführungsstrich geben für dein Business, wenn nicht deine Seele? Denn sie weiß alles. Sie ist mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten verbunden, immer. Und wie gesagt, sie kennt dein Warum, sie kennt dein Wofür. Und wenn du dir erlaubst, das anzuerkennen, weißt du, wie dein Business explodiert? Und ja, deine Seele hat Antworten, ganz konkrete Antworten in deinem Business, ob es dein Marketing betrifft, ob es deine Preisgestaltung betrifft und so weiter. Das ist das, was ich lehre, in Anführungsstrich. Genau das, dass wir uns immer mehr daran erinnern, dass wir alle Antworten von unserer Seele bekommen, dass wir sozusagen eine tiefe Verbindung wieder mit unserer Seele eingehen. Und bevor wir nach außen gehen und jemand anders fragen, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, okay, ich habe alle Antworten, trage ich in mir. Ich darf diese Verbindung zu meiner Seele aufnehmen. Ich darf mich von meiner Seele coachen lassen. Denn nochmal, sie kennt deinen Weg. Niemand anderes. Und ich weiß, dass viele hier, ja, so dieses Seelengeführte schon mögen, aber irgendwie aussteigen, wenn es dann um Business geht. Aber genau das ist der Aspekt. Und ich kann dir sagen, dass für mich der größte Shift in meinem Business, auch in, ich sage jetzt mal, im sichtbaren Erfolg, tatsächlich der war, als ich Business und Spiritualität zusammengebracht habe. Nicht mehr entweder nur Business gemacht habe, nur spirituelles Zeug, sondern es zusammengebracht habe. Als ich begonnen habe, immer mehr meine Berufung zu leben, also immer mehr meinem inneren Ruf zu folgen und mich von meiner Seele führen zu lassen, ein seelengeführtes Business aufgebaut habe. Erst da war sozusagen, kam diese, boah, diese Explosion an Gelegenheiten, Möglichkeiten, an Erfüllung, an Erfolg in jeglicher Hinsicht. Wie gesagt, mein ganzes Wirken basiert genau darauf, dass ich dich immer wieder daran erinnere, wer der beste Coach ist. Das bin nicht ich. Es ist deine Seele. Und zum Beispiel, deswegen heißen ja auch meine Programme Soul This Journey.
oder die Soul Biz Lounge. Es geht, das ist kein Marketing irgendetwas, sondern mir geht es wirklich darum, diese Verbindung mit unserer Seele, vor allen Dingen in unserem Business zu leben. Stell dir doch nur mal vor, dass das, was du dir wirklich wünschst, was wirklich, wozu du hier gekommen bist, dass du dich hier leiten lässt und genau das umsetzt. Und stell dir vor, wir würden das alle machen. Was denkst du, in welcher Welt wir leben würden? Also, ich finde das die Vorstellung mind-blowing. Ja? Also, der beste Coach aller Zeiten ist deine Seele. Und ich sagte, es gibt so ein Ranking. Und ich sagte auch, verrate noch, wer der zweitbeste Coach ist und auch wer der drittbeste Coach ist. Und der zweitbeste Coach für dein Business ist die Natur. Denn in und mit der Natur zu sein, ist unsere wahre Natur. Ja, weil wir hier inkarniert sind, auf diesem Planeten. Und somit auch der Ort, welcher uns als beste externe Inspirationsquelle dient. Und genau dieser Aspekt haben viele Menschen tatsächlich verloren. Wir sind gewohnt, in Beton zu leben und wir gehen vielleicht mal sonntags spazieren oder im Urlaub machen wir irgendwelche tollen, geilen Aktivitäten in der Natur. Aber der Punkt ist der, je mehr wir uns als wirklich Teil der Natur verstehen und wie gesagt im Einklang in und mit der Natur leben, und dazu gehören viele Aspekte meines Erachtens dazu. Nicht nur, dass du rausgehst in die Natur. Dazu gehört für mich das Thema Energie, also Sonne, Licht. Ja, wir sind Lichtwesen. Und es gibt Menschen, die gehen nie raus. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die haben schon lange keine Sonne mehr gesehen. Und einfach mal wirklich bewusst dich als Teil der Natur verstehen. Und dich selbst auch mal fragen, wie kannst du noch mehr in und mit der Natur leben? Dazu gehört zum Beispiel auch die Ernährung. Wie ernährst du dich? Entspricht das das deiner wahren Natur? Und ist es natürlich, was du da zu dir nimmst? Sind das noch echte Lebensmittel, wo Leben drin ist? Lebendigkeit? Wie zum Beispiel in Grünzeug. Du wirst wahrscheinlich nichts Besseres auf dem Planeten finden wie Grünzeug. Da ist reines Licht ist sozusagen durch das Chlorophyll ist schon in der Ernährung drin, in der Nahrung drin. Ich sage nicht, dass das das Einzige ist, aber einfach mal sich bewusst zu machen, wie sehr bist du tatsächlich mit der Natur verbunden. Mal ganz davon abgesehen, ich persönlich. Für mich ist also in der Natur zu sein, ist für mich ein tägliches Bedürfnis, tägliches Doing auch. Und für mich ist auch in der Natur zu sein, bin ich wirklich am meisten auch verbunden mit mir und dem Feld der unendlichen Möglichkeiten. Also ich kann nicht in die Natur gehen, ohne dass ich irgendwelche Inspirationen erhalte. Ja. Und uns auch da wirklich tatsächlich auch von der Natur inspirieren zu lassen, auch für unser Business. Ja. Ich weiß, das hört sich für viele so, ach, das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und ich kann dir sagen, doch. Doch. Wenn wir erfüllt sind, wenn wir auch wirklich geerdet sind, wenn gerade so beim Thema Seelenbusiness sind viele tatsächlich so diese, oh, ich habe so viele Ideen und so viele Möglichkeiten, also sind sehr vielleicht verbunden mit ja, dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, bringen es aber nicht auf die Erde. Das ist ein Riesenthema. Ja? Und tatsächlich, so pragmatisch, wie sich das anhört, ist aber sehr häufig der Fall, dass diese Menschen, also gerade ja auch viele Scanner-Persönlichkeiten, die ganz, ganz viele Ideen haben und sich gar nicht festlegen können, können in Anführungsstrich, sind oft nicht geerdet. Im wahrsten Sinne des Wortes nicht geerdet, können die Dinge nicht auf die Erde bringen. Und genau da kann es sehr hilfreich sein, wenn du, wie gesagt, diese Verbindung wieder mit Mutter Natur eingehst. Ja? Also schon allein dieser Bereich ist ein eigener Podcast wert. Und ich glaube, ich mache das auch mal.
Wenn ihr Lust dazu habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also die Verbindung von Natur und wirklich erfüllendem Erfolg auch im Business. Also für mich ist es so selbstverständlich geworden und ich kann manchmal gar nicht verstehen, dass Menschen diese Zusammenhänge überhaupt nicht sehen. Ja. Also, zweitbeste Coach, Natur. So, und der drittbeste Coach und die zweitbeste externe Inspirationsquelle bin ich. Denn ich begleite dich auf deinem Weg, eine bessere Verbindung zu deinem besten und zweitbesten Coach aufzubauen, sodass du wahrlich ein seelengeführtes, erfülltes und erfolgreiches Seelenbusiness führst. So. Natürlich kann es auch ein anderer Coach sein, aber ich spreche mal von mir, weil ich selbst verliebt bin und weil ich einfach davon ausgehe, dass ich dir gerade zum Thema Berufung und Business und vor allen Dingen diese Kombination Seelenbusiness schon eine Menge mitgeben kann. Ja. Also, es ist selbstredend, vielleicht auch nochmal in aller Deutlichkeit, dass die Kombination aus allen drei die geilste Kombi ever ist. Und wenn du den drittbesten Coach auch an deiner Seite haben möchtest, hast du jetzt natürlich eine ganz besondere Gelegenheit dafür. Ja, zum Beispiel durch die Soulbiz Journey. Das ist der Schwerpunkt, wo es darum geht, ein Seelenbusiness aufzubauen. Und ich meine wirklich ein Seelenbusiness, ein seelengeführtes Unternehmen. Egal wie groß es sein werden, also sein werden soll, sei, du weißt, was ich meine. Ja, also ein seelengeführtes Business. Und das ist für mich, es ist so ein Basisthema. Da geht es darum, Klarheit zu haben, was wirklich deine Berufung ist, wirklich auch diese Kommunikation mit deiner Seele zu trainieren. Denn je mehr du das tust, desto mehr werden alle Fragen, diese ganz praktischen Fragen, wo wir immer so viel Kopf darüber haben, die werden obsolet. Ja, also Fragen zu Positionierung, zu Marketingaktion, zu Preisgestaltung, zu welcher Social Media Kanal und so weiter. Das sind alles spannende Fragen. Aber wenn du in Verbindung mit deiner Seele bist, dann wirst du die perfekten Antworten für dich immer, immer haben. Immer. Und du musst dir nicht im Kopf machen. Ich kenne Menschen, die sind schon seit Jahren auf der Suche nach ihrer Positionierung. Oder auf der Suche nach Berufung, nach dem, was wirklich das Richtige ist mit dem, was sie starten. Dann kommen sie mal mit irgendetwas raus, sind mal kurz da und dann sind sie wieder weg. Das war doch nicht das Richtige. Und weißt du, es geht nicht darum, dass du eine Sache jetzt anfängst und die für dein ganzes Leben gelten soll. Darum geht es gar nicht. Das muss auch gar nicht sein. Aber es geht darum, dass du deine Berufung wirklich lebst, dass du seelengeführt bist, dass das ein Normal für dich ist. Und dass du weniger ich muss drüber nachdenken und dieses Grübeln, 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 drüber nachdenken. Das ist etwas, gerade wenn es um ein spirituelles Business geht, es ist wie ein Paradox in sich, aber genau da hängen ganz viele. Ja. Was ist denn jetzt meins? Was ist es denn jetzt? Mit was soll ich nach außen gehen? Was ist meine Positionierung? Und soll ich das noch spitzer und noch spitzer und noch spitzer? Und der Kopf macht rotter, 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 rotter. Und dann ist es kurz da und dann, okay, es war mal gut. Ja, jetzt hat es gepasst. Aber, nach 3 Monaten ist es das nicht mehr. Und dann ziehen sich viele zurück und sagen, na ja, vielleicht war das mit der Selbstständigkeit doch nicht das Richtige für mich. Ich suche mir doch lieber einen richtigen Job. Das habe ich schon so oft erlebt und ich denke, oh mein Gott, mein Herz blutet. Das muss doch gar nicht sein. Ja? Und all das, was ich dir heute erzählt habe, ist, wie gesagt, so wichtig dazu. Und all das findest du in der Soulbiz Journey. So, genau. Also da geht es darum, ein Business zu starten, ein Seelenbusiness zu starten. Und wenn du schon ein Seelenbusiness hast, am Anfang vielleicht stehst oder auch später, egal wie. Und du noch nicht das im Außen manifestiert hast, wie du es gerne hättest. Und du auch weißt, dass es immer noch geiler und größer und wundervoller werden kann. Dass du immer mehr diese tiefe Verbindung zu deiner Seele intensivieren möchtest. Immer mehr seelengeführt zu sein in allen Bereichen.
und wirklich auch deinen Horizont, dein ganzes Feld zu erweitern. Und hier geht es nicht um dieses klassische höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, dass du immer mehr in deine wahre Größe hineinkommst, immer mehr deine höchste und geilste Version von dir und deinem Business zu leben. Und dafür ist die Soulbiz Lounge. Das ist, ich sage immer, das ist so dieses tägliche Seelenbusiness-Gym. Es ist dein Entfaltungsraum, es ist dein Manifestationsraum für nachhaltigen, erfüllenden Erfolg mit dem, was dir am Herzen liegt. Und diese beiden Projekte sind aktuell offen, kannst du dich aktuell hierfür bewerben. Wie gesagt, je nachdem, wo du stehst, ist das eine perfekt für dich und das andere. Genau, das war das Energy Update für heute. Und ich wünsche dir, dass du immer mehr wirklich deinen besten Coach ever, dass diese Verbindung immer intensiver wird. Und wie gesagt, gerne begleite ich dich auf deinem Weg. Und heute möchte ich nochmal erwähnen, dass heute der allergeilste Tag ever ist, denn du manifestierst ihn. Und wenn du seelengeführt bist, wird's noch viel geiler. Also, hab eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Und wie hat dir dieser Podcast gefallen? Hat er dich inspiriert? Hat er dir geholfen? Ich bin echt neugierig und freue mich riesig über dein Feedback, auf deinen Goldnugget aus dieser Folge und ganz besonders auf deine Bewertung dieses Podcasts. Denn durch dein Feedback inspirierst du nicht nur mich, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr Menschen, um erfüllt und erfolgreich ihre Berufung zu leben. Ist das nicht großartig? Ich denke, dafür lohnt es sich ganz besonders, oder? So, mehr Infos zu den aktuellen Angeboten aus der Berufungs- und Seelenbusiness-Lounge, der größten Online-Akademie zu Berufung und Seelenbusiness, findest du auf unserer Seite unter heidimariewillmann.de/aktuelles.